Hallo, schön, dass du wieder reinschaust. Ja, es geht weiter mit der Old Newcrest Legacy Challenge und unsere Amy, die strahlt über beide Ohren. Sie ist in der letzten Woche Mama geworden. In der letzten Woche, in der letzten Folge natürlich ist sie Mama geworden. Ja, ich habe dann auch Kommentare bekommen und ich möchte noch mal sagen an dieser Stelle, ist egal, wenn ihr keine Namensvorschläge abgegeben habt. Ihr dürft es gerne auch reinschreiben. Ich kann jederzeit noch den Namen ändern, sobald die Kleine dann zum Säugling wird und dann steht nichts im Weg, dass ich da wirklich den Namen ändern kann. Und ich würde es dann auch tun, wenn von euch Namen kommen. Ansonsten heißt sie einfach so, wie sie jetzt heißt. Aber nur, wenn ihr natürlich damit einverstanden seid. Ich möchte euch da ein bisschen mit einbeziehen. Ja, sie strahlt hier. Neues Baby. Sie ist einfach nur. Oh Gott. Amy, was hast du da gestrickt? Okay. Wir werden jetzt mal hier. Nicht nee, hier. Strickkleidung. Wippelt das mal auf, weil das ist ja furchtbar. Wir haben ja hier, schaut mal, eine gibt den Fußabdruck. Wollen die mich jetzt verarschen? Das ist doch kein Fußabdruck. Das ist doch ein Handabdruck. Den hängen wir natürlich hin. Oh, Trevor, was willst du? Du hast einen Kunst zum neuen. Okay. Okay, dann geht es ja. Dann geht es ja. So, so ist das dann schon. Okay. Ja. Hier ist unser Garten, wie ihr seht. Den haben wir hier auch schon ein bisschen angefangen. Oh, und er hat schon angefangen hier zu bauen. Ist das nicht herrlich? Ja, so muss das sein. Und wir brauchen natürlich die Kuhbeere. Wir müssen ja hier weitermachen mit ihrem Bestreben. Sie braucht Level 10 der Gartenfähigkeit. Sie muss eine Kuhpflanze züchten und 10 ausgezeichnete Pflanzen entwickeln. Oh, zwei haben wir schon. Echt jetzt? Was sagt denn er eigentlich zum Baby? Neues Baby, okay. Kontrollverlust wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Oh je, wenn das so weitergeht, dann weiß ich schon, wer uns davonläuft. Redest du jetzt auch mit der Pflanze? Ach, Amy. Baby schläft, du solltest jetzt mal hier angeln gehen. Tut mir leid, aber das musst du. Du musst herkommen und musst angeln. So sorry mir das tut. Und solange der kleine Fratz schläft, könntest du doch hier das Baumhaus weiterbauen, ja. Genau. Oh, und hier wollte ich noch abschließen, dass wirklich nicht jeder hier abschließen für jeden außer Familienmitglieder. Genau. Was haben wir hier eigentlich? Okay. Abschließen für jeden außer Familienmitglieder und dann Zutritt gestatten für Angestellte, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so machen wir das. Und hier dann genauso. Nee, das ist ja blöd. Aufschließen. Sonst kommen die ja gar nicht rein. Wir müssen ja irgendwie unsere Freunde auch reinlassen. Die müssen ja da hinten dann auch rausgehen können in den Garten. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Wir lassen einfach nur dieses Betreten verboten. Genau. Genau. So. So ist das okay. Oh, Amy. Ich hoffe, du kriegst das hin und wir kriegen hier tatsächlich unsere Kuhbeere. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das wird nichts. Wo kriege ich denn eine blöde Kuhbeere hin? Die darf ja nirgends hin, die darf ja nur hier hin zum Angeln. Dann müssten wir es vielleicht doch kaufen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst das Baumhaus weitermachen? Sage mal. Hörst du auch nicht? Oh, Baby, wach. Baby, wach. Hallo, Snooki, geht's dir noch gut? Eve. Eve, genau. Eve hatte ich sie genannt. Eve. Amy, das sind Apfel gekriegt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Das macht mich fertig. Das macht mich echt fertig, dass die keine Kuhbeere kriegt.
So, er arbeitet weiter. Ich spule mal vor und hole euch einfach wieder dazu, wenn was Wichtiges passiert oder unsere kleine Eve schreit, damit wir einfach dann ja weitermachen können. So, die Amy hat jetzt so lange geangelt, fast 24 Uhr und immer noch keine Kuhbeere. Ja, aber Fischis ohne Ende. Ab in den Kühlschrank damit, den Apfel auch. Und ich glaube, da stinkt was, kann das sein? Oder habe ich das jetzt schon nur so gedacht? Keine Ahnung. Ja. Also, sie geht jetzt mal aufs Klo. Dann hat sie Hunger. Und wie süß. Und dann wird sie mal liebkosen und die Stirn küssen und schaukeln und dann darf sie ins Bett gehen. Nicht jetzt? Ja, besser. Dann machen wir das so rum. Was ist mit dir? Du kannst nachher weiterbauen. Ins Bett. So. Ja, ich mache das jetzt alles mal ein bisschen schneller hier. Ah, ja. Was ist denn das, was du isst? Mini-Hamburger, okay. Genau, räum deinen Teller auf und dann gehen wir schlafen. Ach ja. Und dann ist der Tag schon vorbei und wieder keine Kuhbeere. Ich könnte echt laut losschreien. Das gibt's doch nicht. Genau, geh schlafen. Los. Oh nein, das will ich nicht. Nein, das will ich auch nicht. So. Okay. Er ist fertig und er nimmt sich jetzt mal Wäsche. Ja, genau. Geh und iss. Wir gucken jetzt nach unserer Amy. Die Kleine, die war echt fast die ganze Nacht wach. Die hat überhaupt keinen Schlafrhythmus. Das ist irgendwie total unglaublich, ne? Dass die so wach bleibt. Okay. Amy, hör mal auf zu schlafen. Hör auf zu schlafen. Wir müssen jetzt Geschenke kaufen. Tut mir echt leid. Es tut mir jetzt echt leid. Aber wir brauchen diese Kuhbeere. Und deswegen Gartenarbeit. Da war doch eine drin, so viel ich weiß. Ich glaube, die kaufe ich jetzt mit dem Angeln. Ja, 900. Ja, mein Gott. Dann ist das jetzt halt so. Okay. Da ist die Kuhbeere. Pflanzen. Und dann darfst du hier alles ernten und hier dann Gebiet gegen Insekten sprühen. So. Und wir können schon wieder weiterentwickeln, wenn ich das richtig sehe. Welches ist denn? Weiterentwickeln hier. Noch was? Glitzert hier noch, Elbes. Allein losschicken. Ey, hat der das jetzt schon wieder eingesteckt? Also das gibt's doch nicht. Gibt es jetzt hier zurück? Ich weiß es nicht. Die Amy braucht es, die muss das nämlich hier verkaufen gehen in Hanford und Bagley. Du bist doch echt so ein kleiner, fieser Depp, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Beherrsch dich jetzt mal. Du brauchst das auch gar nicht. Doch, das kann ich lassen. Amy, alles ernten. Oh nein, nicht du. Die Amy, alles ernten. So. Ein Vogel. Kommt der daher und erntet einfach ab? Ja, ich muss das dem echt verbieten. Das geht gar nicht, dass der das weiterhin macht. Der Kleinen geht's noch gut. Haben wir eigentlich schon ein Bild gesperrt? Wir haben noch keins gesperrt, wo die Kleine mit drauf ist. Dann schauen wir mal. Oh, das ist doch süß. Genau, mach mal fertig. Und dann musst du hier gießen, die Wasser brauchen. Das ist auch wichtig. Ja, ich mache das jetzt mal schneller. Du musst fleißig arbeiten. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Was willst du jetzt machen? Verdorbenes Essen aussortieren. Da bin ich ganz dafür, dass du das tun darfst. Mülleimer haben wir ja auch. Sehr schön. So läuft es doch. Schade, dass wir jetzt die Kleinen entnehmen können. Das wäre so schön. Das wäre so schön. So schön. Kleine, geht's dir gut? Kann Amy mal hier kurz graben? Also die Pflanzen lasse ich sie jetzt nicht mehr holen. Aber vielleicht hier so das Zeug graben.
Ich denke, mit den Pflanzen sind wir jetzt echt gut bedient schon. Aber sie soll einfach hier das Zeugel mal ausgraben, weil das werden wir wahrscheinlich brauchen können, weil da doch besser was rauskommt. So, ja. Und ich hoffe, die Kleine fängt jetzt nicht an zu schreien in der Zeit. Ich mach mal schneller, dass die Amy da das dann alles dann auch fertig hat. Ja. Oh, und schon fängt sie an zu schreien. Ich hab's gewusst. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Babypflege, schmutzige Windeln wechseln und dann Babypflege, füttern, stillen. Oh mein Gott, Amy, komm, komm, lass das, mach das Baby, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sorry, 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 das schreit ja so, Gott erbärmlich. Ja, aber Genau, die sorry. Windel, oh Gott. Jelki Genau, und jetzt bitte einmal stillen. Sehr schön. Tibu. Oh mein Gott. You mala. Hä? Da wäre ein Mülleimer gewesen. Oh nein, ich kann nicht zu dir rüberkommen. Aber Bess, weißt du was? Wir laden dich jetzt mal ein, okay? Nachdem du uns so viel Geld gegeben hast, laden wir dich ein. Wirklich. Jumala. Wirklich, Bess. Wir laden dich ein, okay? Da kommt unsere Haushaltshilfe, glaube ich. Oh, nee, wir haben gar keine. Okay, wir haben keine. Einladen zum Abhängen, okay. Da kommt sie. Ding. Freundlich vorstellen, gibt's doch nicht. Sie kennt doch Bess. Ernsthaft? Das muss man jetzt nicht verstehen. So, genau. Einen Wohnungsschlüssel kriegt sie garantiert nicht. Lernen Sie mal noch ein bisschen kennen. Und dann war da nett. Babyfotos teilen, genau. Zeig mal und sag, guck mal, mein kleiner Schatz hier, dank deinem Geld konnte ich da noch ein bisschen was machen und ja, nach Karriere fragen. Das heißt gleich, ich bin arbeitslos. Na, als Bautechnikerin. Ich dachte, die hat eine eigene Firma. Hä? Simone Cerro, Nisa Faber, Simone Über Beach, Interessen reden. Exenoi Genau, die darf ja dann schon hier bisschen. Das raten, den Traumjob anzunehmen, genau. Mach doch das mit deiner eigenen Firma. Jetzt hast du da so viel investiert und was weiß ich. Genau, so. Interessante Idee, Amy. Ich habe schon darüber nachgedacht, welche Arbeit mich am meisten befriedigen würde. Ich werde dir bald Bescheid geben, wie ich mich entschieden habe. Okay. So. Ja, aber du kannst jetzt auch wieder gehen, Bess. So, tschüss. Schön, dass du hier warst. Hat mich gefreut. So. Jetzt lassen wir gucken. Was haben wir denn hier eigentlich für Pflanzen? Haben wir jetzt von jeder Pflanze was? Eine Schnitterblume haben wir auch schon. Amy, können wir mal gucken, ob wir noch ein Geschenk kaufen können? Ich will jetzt echt gucken, ob wir wirklich alle Gartenpflanzen haben. Wir haben eine Ananas, Apfel, Avocado. Haben wir eine Avocado? Weiß ich nicht. Ich hole mal eine. Basilikum haben wir. Birne, Blaubeere, Brombeere. Medaille dürften wir haben. Drachenfrucht haben wir bestimmt auch. Ah, was haben wir für Bäume? Apfelbaum, Kochbanane, Birnbaum, Kirsche, Kokos, Zitrone. Also keine Avocado. Also nochmal. Also doch, dann nehmen wir tatsächlich eine Avocado. Garten, Garten, Garten. Wo war's? Dann nehmen wir eine Garten. Birne haben wir, Kirsche haben wir auch, Apfel haben wir auch.
Ich weiß halt nicht, was wir schon alles haben. Da. Birne, Zitrone. Wir können ja hier eigentlich gucken, ne? Ein Kühlschrank. Weil im Kühlschrank haben wir ja alles drin an Früchte, die wir schon haben. Sojabohne, Brombeere, Himbeere. Ja, okay. Traube haben wir auch schon. Was ist das? Erbse haben wir. Die Bohnen haben wir. Okay, dann weiß ich, was wir noch nicht haben. Dann darf ich das dann mal einpflanzen. Ja, ich will schon, dass sie hier dann auch diese Pflanzen dann hat. Denn das haben wir gesagt, wir haben den Drachenfrucht nicht. Boah, ist die teuer, aber sei es drum, die nehmen wir. Und dann nehmen wir Frühlingspflanzen, die Herbstpflanzen nochmal. Die Sommerpflanzen. Ja, ich gebe da jetzt einfach mal Geld aus. Sei es drum. Aber öffnen, 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 öffnen. So, und dann pflanzen wir hier nämlich jetzt tatsächlich noch was ein. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine große und eine Begonie. Das ist ja schon mal gut. Und dies ist, die war klar perfekt, ne? Perfekt und die noch nicht. Okay. Aber wir könnten doch dann tatsächlich jetzt noch was hier einpflanzen. Haben wir hier noch Platz für eine Frucht? Nein, hier auch nicht. Okay. Dann werden wir jetzt hier einfach noch ein paar Früchte einpflanzen. Genau. Das sind jetzt 4 Stück, wo auch immer die herkommen. Setz du dich mal hier hin. Und dann werde ich hier. Oder was kommt da vor? Ja, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, mach da noch eine Schokobeere hin, dann machen wir hier noch eine Blaubeere hin und dann machen wir noch eine Erdbeere hin. Denn wir müssen ja diese Pflanzen dann auch später dann irgendwo einpflanzen, also in den Park noch bringen. Und dann wird es halt echt schwer. Das sind die gekreuzten Pflanzen. Was nehmen wir denn da noch? Würde ich sagen, wir nehmen vielleicht noch hier eine Orchidee und da hinten vielleicht noch. Ich habe keinen Plan. Ach, hier ist so eine Christrose. Wo habe ich jetzt die Christrose hin? Na, so, aber es ist einfach die Christrose weggegangen. Na, das war ja so nicht geplant. Okay, aber ich denke, das machen wir so. Und dann sollte das jetzt mal pflanzen. Ja, dass wir das einfach noch kriegt. Ach ja, das ist einfach nicht so einfach hier. Genau, pflanzt es, dann haben wir da noch ein bisschen Mehl und da ist die Avocado, gell, die vergisst den aber auch nicht. Ja, auf komm, mach hine, Amy, zur Zeit. Also der verdient echt gut, 1200 hat er mitgebracht. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Das ist die Avocado, die pflanzen wir da rein. So, und jetzt wollte ich gucken, hat Amy eigentlich hier kostenlos die Dienste, genau. Haben wir hier eigentlich schon Service engagiert? Hier. So, sie ist der Gründungssim, ja? Und deswegen wird sie sich hier einen regelmäßigen Gartenservice holen und sie kann sich's leisten. Eine regelmäßige Haushaltshilfe. Ja, auf alle Fälle. Oh, das hat natürlich jetzt wieder nicht geklappt. Super. Service engagieren. Dass das immer backt, das verstehe ich nicht. So, nächste. Kommt donnerstark um 10:05 Uhr. Gut. So, und was kommt? Pinwand voll, ja. Die kommt um 9:05 Uhr, die Gartenhilfe. Das ist doch schön, auch am nächsten Tag. Dann haben wir das. Dann geh du jetzt mal was essen. Und du, junger Mann, du darfst jetzt auch mal nach deinem Kind schauen, ja? Du darfst mal schaukeln und liebkosen und reden. Und auf die Stirn küssen.
Denn wer sagt denn immer, dass hier nur die Mamas für die Kinder zuständig sind? Lass mich mal Ja. da rein, damit ich dich mal hier beobachten kann. Genau. Darfst da ruhig auch was tun, ne? Das hängt nämlich nicht immer nur an den Mamas. So. Das war doch süß. Ja. Die Daddys können das Oh, nämlich thank genauso Gilda. gut wie die Mamis. Yep, so what? Sehr schön. Hi, Na, siehst du, das geht doch. Und wenn du das getan hast, darfst du hier. Das fortsetzen. Introvertiert, 24 Stunden keinerlei soziale Aktion ausführen lassen. Echt? Haben die keine soziale Aktion ausgeführt? Okay. Amy geht zu ihren Pflanzen. Ah, guck mal, da guckt schon die blöde Kuhbeere raus. Oh Gott. Mit Pflanze sprechen und erforschen. Ja. Ja. Oh Gott, da wird mir ganz schlecht, wenn ich das sehe. Ich hasse diese Kuhbirne eigentlich total. Ausgezeichnete Pflanzen entwickeln. Okay, das kriegen wir schon noch hin. Also die Begonie ist perfekt. Die ist normal. Normal. Hübsch. 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 Ja, da müssen wir ein bisschen was machen, ne? Das, ja. Da müssen wir ein wenig uns noch neiknien. Werde ich mal sagen. Ja, dann kümmere dich mal darum. Solange die Kleine noch ruhig ist, geht es. Ja, und er macht hier weiter. Ich hoffe, das funktioniert auch. Müssen wir mal gucken. Sonst müssen wir das ganze Baumhaus dann irgendwann auch mal drehen. Aber ich finde es so eigentlich ganz süß, wie es steht. Auf jeden Fall werden wir das noch komplett ausbauen. So. Amy, da fällt mir ein, dein Essen. Das packen wir jetzt mal hier in den Kühlschrank. Das Essenszeug, da haben wir jetzt mehr als genügend. Also nächstes Mal müssen wir das echt verkaufen. Mir ging es ja eigentlich nur um die Pflanzen. Weil die müssen wir jetzt dann am nächsten Tag dann wirklich mal nach Hengford und Bagley bringen. Oha, wir haben die Sammlung vollständig. Ernsthaft? Wow. Da bin ich aber schon stolz auf sie, dass sie das geschafft hat. Also sowas. Gibt es da dann nicht auch, wenn man eine Sammlung vollständig hat, ein Zertifikat oder irgendwie sowas? Ich glaube ja, irgendwas war doch da mal. So, Klunkersteine haben wir auch. Aber da sie ja mit den Klunkersteinen nichts macht, können wir die verkaufen. So, und die Pflanzen, wie gesagt, die bringen wir dann weg. Ja, wir haben hier auch ein Foto. Da könnte man dann auch irgendwann mal ein Bild machen, wenn wir dann mal da einen schönen Platz hin. Aber irgendwann, wenn es hell ist, dann tagsüber gibt es einfach schönere Bilder. So, Amy, So, Amy, weiter. befallen Ach Nando ja, Lorelei. heute ist wieder gar nicht so viel passiert. Einkaufen und was weiß ich und ein bisschen angeln. Irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Oh, guck mal, da kommt er. Vermischst du uns schon? Sehnsucht. Hey, ich habe heute viel Geld mit nach Hause gebracht. Das Geld interessiert mich doch gar nicht. Du interessierst mich. Tag verschönern und Hände küssen. Und du darfst nicht. Ja, dann vielleicht. Flirten. Und mit Baby prahlen. Ernsthaft? Das ist auch ihr Baby. Da braucht man nicht prahlen. Ein Kuss hauchen.
Kirste LeMay. Mwah. So, so. Zieht ihr eine Rose an. Oh. Und dann leidenschaftlich küssen. Delroy. Ja, und? Und? Fuba. Oh. Schreibt. Rar. Ach, die sind herrlich. Süß, die zwei. Hunger? Okay. Hunger. Ach ja, und schon war das wieder vorbei mit der Romantik. Er isst. Und sie geht von sich aus zu ihm. Ja, so, das ist doch ein süßes Bild. Ja, leider muss ich den Part jetzt auch schon wieder beenden. Die Zeit, die geht immer so schnell vorbei. Schade, schade. Auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist. Ich hoffe, dir hat es trotzdem gefallen und du hinterlässt mir ein Like und vielleicht ein Abo, wenn du noch keins da gelassen hast. Da würde ich mich sehr drüber freuen, ja. Und in der Videobeschreibung findest du den Link, von wo ich die Challenge her habe und auch welche kleine Abwandlung ich jetzt für mich entschieden habe zu spielen. Genau. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, diese Challenge zu spielen. Vielleicht war das eine kleine Anregung, mal wieder was Neues bei Sims zu machen. Ja. Dann findest du in der Videobeschreibung auch noch ganz viele liebe YouTuber. Auch da darfst du gerne mal vorbeischauen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Tschüss!